Das Stille, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, beehrt Mahakala Puja und Gelung Ordination. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, beglückwünscht Professor Leah Diskin zur Verleihung des Padma Shri Award. Tibeter in Tibet sehen sich inmitten steigender Covid-Fälle mit Schwierigkeiten konfrontiert. Sejong schließt Besuch in Kanada ab. Tibet House Japan organisiert ein Tibet-Festival in der Goldenen Woche in Tokio. Office of Tibet Australien und London trifft Delegationen aus der Tschechischen Republik und Irland. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nahm am Montag dieser Woche an der Mahakala Puja und der Gelung-Ordination im Zuglakang, dem Haupttempel, teil. Die Gelung-Ordination bedeutet im tibetischen Buddhismus im Wesentlichen das Ablegen von Gelübden, die noch nicht abgelegt wurden, und die Praxis, die Regeneration von Gelübden zu ergänzen, um deren Verfall zu verhindern. Die Mönche, die ordiniert werden, unterziehen sich einem strengen Studium in der Praxis des Vinaya. Rund 630 tibetische und nicht-tibetische Mönche aus Debunga, Densera und anderen Klöstern in ganz Indien sowie einige aus den USA, Belgien, Spanien, Deutschland, Irland, Frankreich, Australien, Vietnam, Nepal, Russland und der Mongolei werden in dieser und der nächsten Woche von seiner Heiligkeit die Ordination erhalten. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünschte Professor Leah Diskin zur Verleihung des Padma Shri in Anerkennung ihrer herausragenden Verdienste auf dem Gebiet der sozialen Arbeit. Der Repräsentant Jigme Tsering war anlässlich der Übergabe des Preises am Freitag vergangener Woche in das Swami Vivekananda Cultural Center in Sao Paulo eingeladen. Die Auszeichnung wird im Januar 2023 an Professor Leah verliehen. Der Padma Shri ist die vierthöchste zivile Auszeichnung Indiens. Angesichts der steigenden Zahl von Covid-Fällen in Tibet stehen Tibeter, die aus Indien und Nepal nach Tibet zurückgekehrt sind, berichten zufolge für Herausforderungen. Den aus Indien und Nepal nach Tibet zurückgekehrten Tibetern wurden die Staatsbürgerschaftsausweise und die Haushaltsregistrierung entzogen und sie erhielten keine Erlaubnis zur Erneuerung. Infolgedessen hatten diese Tibeter große Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und Arbeit zu finden. Während der Pandemie wurde ihnen aufgrund fehlender legaler Dokumente wie Ausweise und Registrierungen der Zugang zur medizinischen Grundversorgung verwehrt und auch die Krankenhäuser verweigerten sich, sie zu behandeln. Berichten zufolge sind auch mehrere Tibeter an Covid gestorben, weil sie keinen Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung hatten. Vor über einem Monat wurde im Bezirk Gazi angekündigt, dass Tibeter, die aus Indien und Nepal nach Tibet zurückgekehrt sind, in das nationale Haushaltsregistrierungssystem aufgenommen werden sollen. Es scheint jedoch, dass bis heute kein einziger Tibeter registriert wurde. Im Rahmen seines offiziellen Aufenthalts in Kanada besuchte Sejong Bimba Tsering die tibetische Gemeinde in Montreal und sprach am Freitag letzter Woche zu den Tibetern, nachdem er vor dem Ständigen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und internationale Entwicklung ausgesagt hatte. Er traf auch mit ehemaligen Mitgliedern der CTA zusammen. In Toronto sprach Sejong im tibetisch-kanadischen Kulturzentrum zu tibetischen Jugendlichen, gefolgt von einem Gespräch mit Vertretern und Führern der chinesischen, uigurischen, taiwanesischen und Hongkonger Gemeinschaften in Toronto. Sejong traf auch mit Vertretern von 12 tibetischen religiösen Institutionen und 14 tibetischen Vereinigungen im Großraum Toronto zusammen und nahm an einer von der Ontario Tibetan Women's Association organisierten Muttertagsfeier teil. In seiner Ansprache am Samstag vergangener Woche äußerte Sejong seine Besorgnis über gewisse Spaltungen, die durch Regionalismus und Provinzialismus verursacht werden und die tibetische Gemeinschaft spalten. Im Rahmen seiner letzten offiziellen Termine in Kanada traf sich Sejong mit Butila Gaboche, der Vorsitzenden der Ontario Parliamentary Friends of Tibet. Tibet House Japan organisierte ein fünftägiges Online-Festival mit dem Titel Tibet Festival Japan, das zeitgleich mit der einwöchigen Goldenen Woche in Japan vom 1. bis zum 7. Mai stattfand. Der Repräsentant Dr. Tsaun Yatpo Arya erklärte in seiner Eröffnungsrede, dass dieses Festival den Tibetern und Japanern die Möglichkeit gibt, die reiche Kultur des jeweils anderen zu teilen und dadurch die spirituelle und kulturelle Verbindung zu stärken. Das Online-Tibet Festival Japan
begann mit einem Vortrag des Repräsentanten Dr. Arya zum Thema Geschichte und Kultur Tibets. In den folgenden 3 Tagen hielt Geshe Dorje Damdö, Direktor des Tibethaus des Kulturzentrums seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Neu-Delhi, Vorträge und Unterweisungen zur Einführung in den Buddhismus. Das Festival endete mit einer Demonstration der Zubereitung einiger tibetischer Grundnahrungsmittel, gefolgt von Liedern, die tibetische und japanische Künstler online beisteuerten. Die Abgeordnete Karma Singhi traf am Dienstag dieser Woche in Canberra mit dem Botschafter der Tschechischen Republik Thomas Dab zusammen und informierte ihn über die sich verschlechternde Menschenrechtslage in Tibet, insbesondere über die Unterdrückung der tibetischen Sprache und Kultur. Der Abgeordnete Sunam Tsering Frasi traf am Dienstag dieser Woche in Dublin mit Senator Malcolm Byron vom CNET, dem Oberhaus des irischen Parlaments, und anderen Parlamentariern zusammen. Der Abgeordnete Sunam Frasi informierte die Delegation über die aktuelle Lage in Tibet und forderte sie auf, eine Tibet-Kerngruppe im irischen Parlament zu bilden. Der Abgeordnete Frasi traf auch mit Beamten des Außenministeriums und Mitgliedern der tibetischen Gemeinschaft in Irland zusammen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.